Guten Tag, mein Name ist Christian Groß von Großtimmobilien in Köln und wie Sie sehen im Hintergrund bereits befinden wir uns in Florida und genauer gesagt in Cape Coral und wir möchten Ihnen jetzt auch im Januar 2023 mal einen weiteren neuen Kooperationspartner vorstellen, mit dem wir neue Bauprojekte zusammen realisieren. Und bereits im Hintergrund kann man hier schon unser neuestes Projekt sehen. Wir gehen da gleich mal genauer im Detail drauf ein. Interessant ist das insbesondere deswegen, weil dieser Typ hier sehr selten ist, dieser Bautyp. Und wir diesen nicht nur in dieser sehr großen Variante darstellen können, mit hier fast 270 Quadratmeter Wohnfläche, sondern eben auch in verschiedenen kleineren Varianten, ohne das Gesamtkonzept des Haustyps zu verlieren. Aus diesem Grunde werden wir heute, also gleich im Anschluss, hier einmal das Haus von innen sehen. Dieses liegt bei, je nach Wechselkurs, rund 2,5 Millionen Euro. Und die nächste kleinere Stufe liegt dann schon nur noch bei 1,5 Millionen. Und das werde ich Ihnen am Ende des Videos auch mal vorstellen. Wir werden noch zu einem weiteren Baustellen fahren. Da ist bisher nur der Rohbau von diesem Haustyp fertiggestellt, aber eben diese kleinere Variante. Und ebenfalls auch ganz interessant, bevor wir hier näher auf das Haus eingehen, kann man hier nebenan direkt ein weiteres Grundstück erwerben, wo dann beispielsweise dieser Haustyp oder auch ein kleinerer Haustyp davon realisiert werden kann. Dieser Bauträger ist zudem sehr, sehr flexibel, was die Floorplans, also die Grundrisse angeht. Und das ist auch eine Besonderheit, die nicht jeder Bauträger hier in Florida ermöglicht. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal auf der Vorderseite des Hauses und gehen dann durch das Haus und sehen uns dann zum Schluss auf der Terrasse von diesem Objekt um. Wenn Sie Fragen haben, generell zu diesem Haus oder auch zu anderen Häusern, wir bieten hier in Cape Coral oder insbesondere in Cape Coral die verschiedensten Häuser an, Bestandsimmobilien, Neubauten, Grundstücke und arbeiten hier sehr eng mit einer deutschen Kollegin, die auch aus Köln stammt und hier vor Ort lebt und arbeitet zusammen, so dass wir eben Ihnen von Deutschland aus unsere Dienstleistungen anbieten können und auch einen direkten Ansprechpartner hier vor Ort haben. Und wenn Sie zur Besichtigung nach Cape Coral, Fort Myers, die Westküste von Florida kommen, dann steht Ihnen hier auch die persönliche deutschsprachige Betreuung vor Ort zur Verfügung. Ja, soweit erstmal hier das Intro und dann freue ich mich, wenn wir uns gleich vor dem Haus wiedersehen und einen Rundgang durch dieses Haus machen. So, wir befinden uns nun vor dem Haus und gehen einmal hier rein. Also das Haus ist, wie gesagt, in den letzten Zügen der Fertigstellung. Deswegen, die meisten Türen sind schon verbaut. Kommt also hier rein, dann gibt es hier eine Suite mit eigenem Bad und Ankleidezimmer. Und hier kommt man dann geradeaus weiter, direkt in den großen Wohn-Essraum mit dem riesigen Schiebefensterelement auf den Lanai und dann raus zum Pool. Und hier kann man dann also auch nochmal von hier aus sehen, dass das schon eine sehr, sehr große Fläche ist. Das Ganze kriegt hier auch einen sehr großen Cage, sodass man hier ganzjährig draußen sitzen kann, ohne dass man hier von Tieren belästigt wird. Ja, und dann hier die Küche. Sie steht so im Großen und Ganzen schon. Kommt dann noch eine Granitplatte oben zum Abschluss drauf und die Elektrogeräte werden noch eingebaut. Und ja, hat man also hier schon sehr viel Platz. Das Haus hat ja insgesamt 4 Schlafzimmer, jeweils mit eigenem Bad, jeweils eigenem Ankleidezimmer.
in etwas unterschiedlichen Größen. Hier, wo wir jetzt drauf zulaufen, das ist die Junior Suite, die also schon das zweitgrößte Schlafzimmer ist. Hier drüber findet sich an der ersten Etage dann das Master, oder die Master Suite mit eigenem Balkon und natürlich dann auch einem tollen Blick. Aber auch hier wieder, das ist eine Besonderheit hier auch bei diesem Haus, dass die Schiebentüren eben voll versenkbar sind und nicht noch halb im Raum sich befinden. Ja, hier, das ist jetzt auch noch nicht ganz fertiggestellt. Hier, das wird der große Ankleideraum. Und hier haben wir dann das Duschbad mit einer separaten Toilette, einem kleinen Toilettenraum. Hier die Türen, die sind mit Magnetverschluss, also auch etwas ganz Besonderes. Viele LED-Beleuchtungselemente sind dann hier in den Decken schon integriert. Und was man hier oben sieht, die Kante, das wird dann auch ein laufendes LED-Band noch integriert. Ja, hier wieder der Blick vorne raus. Hier links hatten wir nur ganz kurz angesprochen. Das ist quasi das kleinste Zimmer, Schlafzimmer. Hier geht es dann auch links ins Duschbad und geradeaus weiter. Das Schiebeelement ist für den Kleiderschrank. Hier kann man schon sehen, dass es nach oben geht. Und hier, mal gucken, auch das klappt gut von der Kamera. Das ist die Dreifachgarage, also man hat ein Doppeltorelement und ein Einzelgaragentor, sodass man eben auch das Ganze gut mit als Storage und nicht nur für Autos nutzen kann. Das, was die amerikanischen Häuser immer alle haben, ist der Waschraum. Hier wird also auch noch Waschmaschine und Trockner übereinander integriert. Ein Waschbecken kommt hier noch mit rein, sodass man also hier sehr gut die Wäsche erledigen kann. Und dann geht es hier hoch. Momentan sind es noch die unverkleideten Stufen. Hier kommt also auch der Marmorboden drauf und dann kann man hier schon sehen, die fünf großen Fenster nach oben, sodass also viel Licht reinkommt. Aber es eben auch ein schöner Ausblick ist. Das sehen wir gleich, wenn wir runtergehen nochmal, dann wirkt das ganz besonders. Ja, hier oben haben wir noch so einen kleinen Hausanschlussraum und dann geht es in die Master Suite. Kann man schon sehen, hier rechts einmal ein Ankleidezimmer und links ist das Dusch- und Wannenbad. Also hier der Doppelwaschtisch, die Badewanne, die kommt hier freistehend unter das Fenster. Hier hat man dann noch die Dusche, die ist schon soweit fertiggestellt und die separate Toilette, die auch hinter einer Tür ist. Ja, und dann ist man hier in dem Hauptschlafzimmer. Das ist schon sehr, sehr groß, der Raum. Und hat, wenn man hier quasi Liegeposition hat, eben immer einen Blick nach draußen zum Kanal. Der Balkon hier oben wird noch Glaselemente kriegen und geplant ist hier oben auch kein Cage, so dass man also hier oben auch ganz frei sitzt und nur der untere Teil dann mit einem großen geraden Cage eingefasst wird. Das ist hier mit einem Flachdach das Haus versehen. Haltbarkeitsdauer rund 80 Jahre. Also schon deutlich länger als bei uns. Ist auch die Dachvariante, die am meisten oder am langlebigsten ist. Die Schindeln haben ungefähr hier eine Lebensdauer von 40 Jahren und die geklebten Teerpappenschindeln rund 20 Jahre. Ja, man hat hier echt einen tollen Blick und hier auch noch mal kurz gezeigt von hier oben das Nachbargrundstück, was also jetzt auch zum Verkauf steht. Das Grundstück alleine soll rund $550.000 kosten. Ist also ähnlich groß wie das, wo hier dieses Haus sich drauf befindet. Und ja, grundsätzlich wäre es also
auch möglich, mit eigenen Wünschen beim Floorplan, also beim Grundriss, auch ein eigenes Haus zu verwirklichen. Und wie gesagt, im Gegensatz zu diesem Haus wäre eben auch eine etwas kleinere Variante, die ist dann rund 60 Quadratmeter kleiner, aber im gleichen Stil, also auch mit dem nach oben ersten Etage, mit der ersten Etage oberhalb. Das war das, was ich gerade eben sagte. Wenn man also hier zurückkommt und runter geht, hat man einen tollen Blick hier raus. Und ja, also wie gesagt, das Haus hier selber liegt bei umgerechnet, je nach Wechselkurs, rund 2,5 Millionen Euro. Und die etwas kleinere Variante, aber vom Stil her genauso wirkende Variante vom Haustyp, die liegt dann bei 1,6 Millionen Euro rund im Wechselkurs, mit Berücksichtigung des Wechselkurses. Wenn Ihnen dieser kleine Rundgang durch dieses sehr schöne Haus im Miami-Stil gefallen hat, dann setzen Sie sich doch sehr gerne mit uns in Verbindung. Gerne können Sie dieses Haus auch aktuell besichtigen kommen. Das wird also ungefähr im Februar vollständig fertiggestellt sein und dann auch möbliert werden, sodass man nochmal eine bessere räumliche Vorstellung bekommt von diesem Haus. Ansonsten, wie gesagt, bieten wir auch Grundstücke an und Sie können diesen Haustyp oder einen ähnlich gestalteten Haustyp selber bauen lassen. Auch hier betreuen und beraten wir Sie durchgehend durch den gesamten Bauprozess. Ja, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung bei allen Fragen rund um den Immobilienkauf in Cape Coral, Florida, an der Südwestküste. Da sind wir für Sie gerne tätig. Vielen Dank und einen schönen Tag. So, und wie schon angedeutet, werden wir jetzt im Anschluss noch ein kurzes Video zeigen, in dem wir den Rohbau vorstellen von dem eben erwähnten etwas kleineren Haustyp, der bei rund 1,6 Millionen Euro liegt. Und auch hier werden wir wahrscheinlich gegen Herbst dann ein Video zu drehen können, so dass wir Ihnen dann das Haus auch im fertiggestellten Zustand zeigen können. Besichtigung, wie gesagt, können Sie jederzeit. Meine Kollegin Ira ist hier vor Ort ganzjährig und empfängt Sie gerne für persönliche Besichtigungen. Dann noch viel Spaß mit der Rohbaubesichtigung und hoffentlich bis bald. So, wie versprochen, stehen wir nun vor dem etwas kleineren Haus, das im Miami-Style gebaut wird. Und man sieht also, hier ist jetzt keine zweite Etage drauf, aber das Haus entspricht ansonsten dem gesamten Standard, wie das Haus, was wir jetzt zuvor gesehen haben, für 2,6 Millionen. Und dieses liegt hier bei rund 1,4 Millionen Euro, so je nach Wechselkurs. Wir haben hier auch eine Dreiergarage, also eine Doppelgarage und eine Einzelgarage, die dann innen drin offen ist. Und dann geht man hier seitlich in das Haus. Interessant ist halt auch immer, das Ganze hier noch ein bisschen im Rohbau zu sehen, weil viele sind ja immer der Überzeugung, dass alles in den USA nur aus Holz gebaut wird. Und wie wir sehen, hier gerade in Florida, ist das ja schon seit den 2000er Jahren ganz normaler Standard, dass mindestens das Erdgeschoss in einer Steinbauweise gebaut sein muss. Dach ist dann wie bei uns ja auch in der Regel eine Holzkonstruktion, hier alles ein bisschen anders. Und bei uns haben wir die innenliegenden Trockenbauwände, die dann immer mit einem Aluständerwerk ist und hier eben eine sehr hochwertige Holzkonstruktion. Aber das entspricht dann wieder ähnlich der Bauweise wie bei uns auch, wenn mit Trockenbauelementen gearbeitet wird. Ja, hier sind wir im großen Wohnraum. Man sieht hier schon, wo die Küche entstehen wird, also die Theke zum Wohn-Essraum. Also auch ein großes Schiebeelement mit voll versenkbaren Türen nach rechts und links, sodass man also eine komplette Öffnung hier hat. Dann haben wir 4 Schlafzimmer. Eins ist hier der Eingang zu mit dann entsprechend eigenem
eigenem Bad und eigenem Ankleidezimmer. Auch hier wieder ein Schiebeelement nach draußen. Dann hat man hier die Toilette. Und hier schließt dann das große Badezimmer an. Und dann haben wir vorne raus. Und dieses Badezimmer ist in dem Falle von zwei Schlafzimmern erreichbar. Hier ist dann eben auch noch ein weiteres Schlafzimmer nach vorne raus. Hier dieser leicht versetzten größeren Öffnung. Das sind die Einbauschränke, die ja hier in den USA immer standardmäßig mitgebaut werden. So, hier sind wir wieder im Eingangsbereich. Zufahrt. Und dann haben wir hier klassisch die Garage. Die kann man auch noch mal ganz gut sehen. Die sind also so eine Dreiergarage, also schon eine sehr große Abstellbereich, weil die Garagen sind ja auch gleichzeitig gerne die Stauräume, da die Häuser hier nicht unterkellert sind. Ah, und dann haben wir hier noch ein weiteres Schlafzimmer. Auch schön mit Blick nach draußen und einem seitlichen Tür zum noch entstehenden Lanai, also der überdachten Außenterrasse. Und dann hat man hier vorne den Pool. Ja, hier sieht man also vorne wohl die schwarze Absperrung ist, da beginnt dann die Seawall. Mit dem Bootsanleger, der hier auch noch gebaut werden soll. Ja, und das Haus hier ist eben von dem Schweizer Architekt, der hier schon seit gut 30 Jahren lang baut und jetzt eben mit diesem neuen Haustyp so ein bisschen den deutsch-schweizerischen oder europäischen Standard hier versucht zu etablieren. Und deswegen auch die etwas andere Optik als die Häuser, die man hier sonst so klassisch kennt.